20. Und mir lädt die Scheiße schon wieder nicht. Heiland, zack. Ah, ich gehe schon mal drauf. Ja, mach. So, mal gucken, ob ich jetzt wo das Feedback habe. Ach, es sind auch erst 7 Leute drauf, also ganz entspannt. Search and Servers. Das zeigt mir wieder nichts an in der Drecksliste. Ja, das war bei mir eben auch ständig so. Hat übelst lange gedauert, bis er mir was angezeigt hat. Ach, jetzt. So. Endlaser. So, bitte lass mich Force Feedback haben. Oh, Rennwelten. Public Monster. Oh, ja. Ich hab Force Feedback. Ist das herrlich? Chillig, jetzt finde ich den Server nicht. Stand da sonst noch irgendwas dran? Gib einfach mal Spa oben ein. So habe ich ihn gefunden. Okay. Was hat der McLaren für eine Verriegelung? Die ist auf dem PC automatisch. Ich weiß, aber ich irgendwie kann ich mir. Ich kurbel bei dem wie ein Weltmeister. McLaren hat, glaube ich, 480. Oh, finde ich den Dreck. Das heißt, stelle ich jetzt auf dem PC auch dann im. Weil maximaler Lenkanschlag in der Software auch 480 ein? Ja, das muss immer gleich sein. Ja geil, 480 lässt sich schon mal nicht einstellen. Nee, Quatsch. Ich habe im Treiber vom Logitech 900, weil das nur bis 900 geht, und im Bentley fahre ich mit 1080. Kannst es auch nur im Spiel ändern. Bist du drauf, Dennis? Ich finde ihn immer noch nicht. Echt nicht? Ich habe jetzt mal Spa eingegeben. Hat er aber jetzt nicht gesucht. So. Ja, der zeigt mir da alles an, wenn ich Spa. Ach so, Mindestlänge beträgt 4 Zeichen. Ja, witzig. Wie soll ich dann Spa mit 4 Zeichen schreiben? Ich habe auch nur Spa eingegeben. Machst einfach dann noch ein Leerzeichen, da hast du 4 Zeichen. Ja, das ging. So. Sind denn nicht? Hast du ihn gefunden, Dennis? Gib mal Laser. Ja, ist der Endless Laser oder was? Oder Laser, irgendwas. Ja, warte, ich schick dir ein Bild. Ja. Hast du mir im Discord geschickt? Ja.
Jesus. Alter, was ist denn los? Ein Server gefunden. Ah, das ist ein GT3 Server, ich war auf gemischt. Gut. Dann war das. Da lasse ich mir immer alle anzeigen, da mache ich überhaupt nicht rum. Ja. Das ist ja manchmal so verwirrend. Ja. Das stimmt. Ups. Bist du drauf? Ja, bin drauf. Perfekt. Ja, jetzt ist er auch voll. Geil. Ja, wie geil das einfach ist, mit 30 und mehr Leuten zu fahren und auf der Xbox bist du mit 20 limitiert. Mhm. Ja, bei Virtual Motorsport fahren sie ja, glaube ich, mit 45 im Stint. Ja, 47 glaube ich. 45 bis 47. Ja, ich werde jetzt eh keine Zeit mehr hinkriegen, glaube ich. Naja. Ja, doch, schaff's noch. Ja, sonst starte ich von 28. Auch okay. Nicht schlimmste vielleicht auf so einem Config-Server von hinten zu starten. Ja, das stimmt. Du bist weniger Zielscheibe auf jeden Fall. Das kann manchmal echt Vorteile haben auf dem Config-Server. Ja, ich hader da mit mir selber, ne? Quali erst gar nicht rausfahren. Boxen aus, war zu früh vom Limiter runter, chillig. Nochmal durch die Box. So, jetzt kein Cut kassieren in der UBU. Perfekt. Charging
Und habt ihr Zeiten? Ja. Ich noch nicht. Aber nur eine 20.09 bis jetzt. Ja, damit kann man doch leben. Oh, ich schaff keine Runde mehr, glaube ich. Scheiße. Oh, jetzt hält mich der Ferrari hier vor mir auf. Yellow Flag in Sector 3. Ach, und ungültig. Ganz schön viele Ferraris dabei hier, ey. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Session is now. Das ist auch der Wahnsinn, wie viel Betrieb hier auch auf den öffentlichen Servern ist, ey. Ja. Auf der Xbox sind die ja alle fast tot, ey. Ich denke mal, wer Simracing auf der Xbox bei ACC halbwegs professionell betreibt, der steigt früher oder später sowieso auf den PC um. Einfach aus eigenem Interesse. Das stimmt. So, meine Luftdrücke noch ein bisschen korrigieren. Die passen ja mal so gar nicht. Ich schaff's nicht. Oh. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Mann, ich bin in der letzten Kurve gewesen, gell? Komm. Jetzt übers Ziel. Und? Was hast du? Ja, nix. Oh, Zeit war vorbei. Okay. Ein paar Sekunden zu langsam. Schade, schade. Oh, dann muss ich mir noch ganz schnell ein Bier holen. Bevor es losgeht. Eine Minute. So, Sprit für eine halbe Stunde. Ah, ich packe einfach mal 65 Liter ein. Das reicht auf alle Fälle. Mmh, lecker. Eine meiner Töchter hat mir gerade eine selbstgemachte Bananenmilch hochgebracht. Sehr nice. Gute Kinder. Na dann viel Glück, ne? Ja, ebenso. Und auf 14:30. Ah, ich bin P6. 29. Stay in double fire. Entweder werde ich jetzt komplett abgebäumt oder es geht gut. Das kommt drauf. So, ohne Setup. Mit einem Sack voll Sprit. Was fährst denn du? Audi, Dennis, ja? Ja. Okay. Ich wollte das jetzt mal ausprobieren. Geht hier ja um nichts. So, bitte lass das jetzt in Ruf gut gehen. Green light. Go, go, go.
Wow, ich bin durch. Ich bin durch. Wow. Jo, das hat sogar hier hinten gut funktioniert. Es gab keinen Abflug. Car on the right. Clear on the right. Oh, sehr gesittet. Sehr gesittet. Mega. Schwer beeindruckt gerade. Auf P7 zurückfallen. Aber dafür kein Crash gehabt. Car on the right. Clear on the right. Das ist viel wert. Car on the right. Clear on the right. Das funktioniert hier ja alles viel zu gut auf dem PC. Wahnsinn. Das ist unfassbar. Ja. Ist es unfassbar, wirklich. Wir fahren hier permanent in Zweierreihe ohne einen Lackaustausch. Wahnsinn. Ja, ich auch. Mit dem Lambo vor mir. Und ich bin schon auf P24. Könnte man meinen, das sind KIs, wie die fahren. Nein! Ach, hier vorne fahren sie ganz schön. Aber das überrascht mich jetzt positiv, dass das so gut lief. Wahnsinn. Mich ey, auch. Das ist ein random Server. Wahnsinn. Ja. Ich bin gerade mal durch einen Fahrfehler durchgereicht worden, aber ist auch okay. Clear on the right. Bin auf 18 zurückgefallen. Clear on the left. Boah. Car on the left. Clear on the left. Ja, Alex, guck mal in den Rückspiegel. Bin hinter dem bunten Ferrari. Ja. Ah, jetzt nicht mehr, den hat man gerade gedreht. Jetzt bin ich hinter dir. Okay, dann machen wir gleich mal oben auf der langen Katze rechts vorbei. Ja? Nach der Orange. Ja, so schnell bin ich jetzt nicht.
Hast du ihn verloren? Nee. Aber zum Glück ist das auf dem Stream drauf. Leck mich schon. Das zähle ich später. Okay, du streamst? Ja. Ah, okay. Für die Jungs von SSR. Ah ja. Ah, dass sie sich das mal angucken können. Genau. Ja, da haben wir jetzt einige heute mal hier einen PC bestellt. Mega. Macht mich natürlich ja, super happy, ne? Klar. Ja, es führt auch keinen Weg dran vorbei. Wenn du vernünftig ACC fahren willst, kommst du um PC nicht vorbei. So ist es. Mit 50 Litern, mit 2,23. Ja, ich fahre hier gerade auch eine Traumzeit mit einem vollen Auto, komischerweise. Mit 68 Liter, 2,22. 2,02, eben habe ich kurz die Luft angehalten. Ja, genau. Nenn mich Alien. 202 oh, mein SA auf 85 hochgegangen. Perfekt. So, ich bin P18. Oh, die 72 hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Das ist auf Spa nicht so schwierig. Nee. Und P15? 13, ui. Oh, ich bin immer noch auf P6. P4 ist aber drin. Ja, ein paar haben es da gerade nicht so im Griff gehabt. Schikane. Habe ich jetzt auf 6 Sekunden, das wird ein bisschen dauern.
Ach, obwohl, die haben einen Unfall gehabt. Aber Justin, gell? Ich bin ja sonst auf Spa eine 2,22 gefahren auf der Xbox, ja? Und du? Ja. Und du so eine 2,18, ne? Ja. Ich krieg mit Porsche, ich bin ja nur Porsche gefahren. Ich krieg nichts mehr auf die Kette, weder Nürburgring, Zolder, Spa, nichts. Es funktioniert mit Porsche bei mir gar nichts mehr. Ja, du musst auch immer dran denken, PC ist schon eine Update-Stufe weiter als Xbox, gell? Ja. Ja, da wurden die BOPs alle angepasst. Genau, und hier ist auch ein anderes Aero-Update als auf der Xbox. Okay, also die BOPs wurden angepasst und Aero auch, ja? Ja. Ja, weil ich finde es auffallend, wenn du mal ein paar Lobbys reingehst oder so Random-Server, dass sehr wenig Porsche inzwischen bloß noch unterwegs sind. Weil der Porsche ist so scheiße geworden durch die neue Aero-Balance. Aha. Deswegen fährt den kaum noch einer. Aha, dankeschön. Ich quäl mir hier einen ab, wirklich, ne? Weil ich war ja eh nie schnell, ne? Mit einer 2,22 aufs Bar. Ich gehöre hier jetzt wirklich nicht zu den Schnellen, ne? Aber Mittelfeld halt, ne? Ausbaufähig. Ne? Dennis, du fährst ja auch wohl eine 2,22, wenn ich richtig gehört habe. Ja, ich bin gerade eine 2,21,2 gefahren. Ja, ne? Also keine Alienzeit. Ich fahre hier konstant 2,20. Nee, ich bin eher bei dir als bei Justin mit den Zeiten. Ja. So. Ich habe den Porsche hier aufs Bar rausgelassen. Mit dem neuen PC und denke mir so 2,27, 2,28 gequält. Ja, du musst dich am Anfang brutal dran gewöhnen an die PC-Fahrerei. Ich habe am Anfang auch das so frustrierend, du denkst dir so, hä? Ja. Kann doch nicht sein, aber du bist im Prinzip auf dem PC erstmal langsamer. Das ist Tatsache. Ja, generell sind die Zeiten auf dem PC langsamer als auf der Xbox. Ja, aber Alien gibt es trotzdem. Aliens, ne? Also ja. Ich hab da schon bei Virtual Motorsport und so. Die Alien-Zeiten gehen schon, ne? Ja, klar. Kumpel von mir fährt eine 2,17 tief vom Aston Martin hier aufs Bar. Auf dem PC. Ja, mit denen ich das 24er fahre. Der eine fährt mit einem Bentley konstant mit vollem Tank eine hohe 2,18. Krass. Gut, der fährt jetzt halt auch schon eine Weile. Der fährt jetzt ein knappes Dreivierteljahr auf PC. Ist auch von der Xbox umgestiegen. Ja, wir brauchen da auch erst ein bisschen Training und Zeit zum Reinkommen. Ich meine, ich bin ja jetzt gerade der, wo am längsten hier auf dem PC fährt und ich habe meinen seit Dezember, also sind ja eigentlich alle noch sehr frisch. Kriegen wir schon noch hin. Jetzt steht hier im Delta 2,24,8. Das heißt, ich bin 2 Sekunden langsamer als vom Porsche auf der Box. Das wird sich ja auch mit dir decken, Justin, dass du auch 2 Sekunden langsamer bist auf dem PC. Ja? Also ja. Auf der Xbox, ne? Vorher wollte ich vom McLaren überhaupt nichts wissen. Jetzt ist es aktuell mein einziger Strohhalm, irgendwie noch halbwegs an meine alten Zeiten zu kommen. Ja, deswegen bin ich gerade so ein bisschen frustriert und hoffe, dass es besser wird. Ja, wenn das geht auch gut. Das wird deutlich besser. Bei mir war es bei der GT4-Klasse so, ich habe jetzt am Mittwoch ein Rennen Nürburgring bei Falcon Racing und habe mich für GT4 angemeldet, habe so ein bisschen rumprobiert und wir sind ja bei SimSport Germany GT4-Saison gefahren, bin ich mit dem Audi, weil ich mit dem Audi am besten klarkam. Das habe ich hier auf dem PC probiert, keine Chance. Ich komme nicht klar mit dem Ding. Okay. Ich fahr jetzt auch mit dem McLaren GT4. Also. Ah, okay. Den bin ich vorhin noch nie gefahren, aber das ist für mich jetzt gerade das Optimale am PC. Also viel Umgewöhnung, das ist schon krass, ja. Scheiße, der Ferrari hinter mir ist echt schnell.
mich am Arsch, ist der schnell. Aber ich dachte mir heute beim Training schon so, unter eine 2,24 komme ich nicht. Ja, und jetzt fahre ich zwei Runden Rennen und fahre eine 2,21, also ganz komisch. Vor allem am Audi, den ich nie fahre und ohne Setup. Bei uns, wir fahren ja am Wochenende Bathurst. Eigentlich wären wir Bathurst gefahren. Das ist ja, der Ligabetrieb ist ja bis auf Weiteres jetzt kurz eingestellt bei uns. Mhm. Und ja, da fahren die halt eine 202, ne, der Steven. Ja, wenn alles gut läuft, haut er mal eine 202 raus. Ja, gut, das da ist. Ich fahre in Bathurst, fahre ich 2007, bin ich auf der Xbox gefahren. Echt? Ja. Ich wüsste gar nicht. Bathurst ist absolute Lieblingsstrecke von mir. Ja, da ist Justin der absolute Freak. Ich hab's halt mit Porsche probiert und dann noch auf dem PC und wusste jetzt nichts von Aero Update etc. pp. Ja. Und kam irgendwie bei einer 212 raus oder so. War mega frustriert. Ja, dass ich so 4 Sekunden hinter den Schnellen bin oder 5. Okay. Aber eine 212? Ich werde das jetzt die Tage nochmal mit McLaren nachholen. Ja, einfach mit ein paar Autos ausprobieren. Aber es wird der Steven auch merken, wenn der dann auf PC fährt, wird er damit auch zu tun haben, dass er am Anfang erstmal langsamer ist. Oh, warum kommt mir der Bentley jetzt so mit dem Arsch? Alter. Mir kam gerade genau das gleiche mit dem Audi. Car on the left. Be on the left. Das war nicht cool. Oh, die Ferraris fahren mir ja gerade voll um die Ohren, gell? Ja, ich auch, ich hab 4 Stück hinter mir. Right. Ja, ich hab 4 vor mir. Ja, dann sind das genau die 4, die du genau vor dir hast, die hinter mir sind. Ja, ich hab noch einen hinter mir, aber ich glaube nicht mehr lang. Der ist auch ganz schön schnell, der Kollege. Oh, P5. Nice. So lange halte ich den nicht mehr hinter mir. Den lasse ich ziehen und hänge mich in den Windschatten. Manchmal die clevere Art. Fahren die schnell durch die Schikane, Alter. Aha, jetzt bin ich in Usch das erste Mal komplett voll gefahren, genau die Spur von dem Ferrari und ich bin 0,4 Sekunden schneller. Hm. Im 5. oder im 6.? Im 5. Ich habe bis jetzt noch nicht eine Warnung. Car on the right. Aber ich habe halt auch keinen Druck von hinten. Wäre ich jetzt auch nicht mehr. Ich versuche gerade dem Druck vorne hinterher zu fahren. Die zwei Italiener, die haben mich gerade richtig böse. Also der neue Ferrari, der scheint viel genommen zu werden.
Ja. Der scheint. Ja, ist wie der Benz, der wird auch hier genommen. Ja, mit dem komme ich leider nicht so zurecht, aber der scheint fix zu sein. Ja, ich bin denn ja in Barcelona gefahren. Mega geil, das Ding. Ja, ich finde aber, also beim Benz merkst du den Unterschied zum Vorgänger, beim Ferrari finde ich nicht so. Ja. Weil der alte Benz, der war schon scheiße. Das stimmt. Da muss ich dir zustimmen, Dennis. Ja, Hauptsache, ich bin den gefahren in der ersten SSG-Saison. Geil, hey, ich fahre jetzt eine 221 konstant, damit bin ich hier voll zufrieden. Ja, ich fahre gerade 220 konstant. Mit dem Audi oder was? Mhm. Weiß man eigentlich, was bei der BOP gepusht wurde? Also welche Autos und welche, wo, ja, was? Ja, alle. Ja, der Porsche ist ja wohl langsamer geworden. Ja. Ja, das war die Frage, ob man weiß, welche. Ja, das kann man bestimmt irgendwo nachlesen. Weil mit Patchnotes haben die es ja nicht so. P7 hat eine Durchfahrtsstraße. P2. P2. P7 auch. Ah, okay. Ach, P7, Nummer 2, besser. Ah. Yellow Flag ist aktuell. Ich habe vorhin schon meine Pedale neu kalibriert, weil ich gedacht habe, irgendwas ist hier falsch. Ja, das habe ich vorhin auch gemacht, aber bei mir war tatsächlich was falsch. Ich hatte also das Gefühl, weil ich den Patch 166, den kenne ich ja von der Konsole her nicht, ne? Und ich hatte also das Gefühl, dass der Porsche, dass der so zäh am Gas ist, ja, im Gegensatz zur Xbox-Version. Da dachte ich, was ist denn da los, ja? Weil ich mir das mit den schlechten Zeiten nicht erklären konnte. Also noch schlechter als ich schon war. Und habe ich halt die Pedale neu kalibriert und hab sie so eingestellt, dass quasi das Maximum vom Pedal einfach früher erreicht ist, ne? weil ich einfach nicht wusste, was der Tacko ist. Ich war mega frustriert. Ja, aber das liegt tatsächlich an. Das ist alles Umgewöhnung. Auf PC muss man erst reinkommen, das ist Wahnsinn. Aber du brauchst jetzt nicht glauben, dass du jetzt wieder Xbox fahrst. Also probier's nicht. Okay. Okay. Weil ich werde, so wie es aussieht, meine laufende Xbox-Saison jetzt auch abbrechen. Weil ich pack das nicht, ey. Wenn ich jetzt das Lenkrad umschließe auf die Xbox, ey, ich krieg's kotzen. Das ist so schlimm. Ja, glaube ich. Habe ich zu den Jungs auch gesagt. Auch mit Force Feedback und so, ne? Fuck. Ja. Abflug. Oh, shit. Bist du weg? Ich bin abgeflogen und habe mich gedreht, aber kein Einschlag. Ist schon mal gut. Ja. Aber jetzt P11 in dem Fall. Oder. Irgendwie zeigt es das nicht richtig an. Doch P11, ja. Zwei Plätze verloren. Aber wenn ein Dreher nur 6 Sekunden kostet und kein Einschlag gibt, dann ist das völlig verschmerzbar. Ja. Ja. Yellow flag, be careful there. So
Slow car ahead. Yellow flag, yellow flag. Be careful. Ah, ich habe nur einen Platz verloren. Der andere war ein überrundeter. Hetzer. Ja, mir ist es auf dem Stream von Virtual Motorsport ist mir aufgefallen, dass einfach gar keine Porsches irgendwie mit am Start sind. Ja. Hin und wieder hast du vereinzelt mal ein paar Porsche, aber... Ja, sau schade, ja. Ja, das sind dann entweder die Hardcore-Fans oder die, wo damit nach wie vor einfach schnell sind. Ja, guck dir doch einen Mabix an, der ist sau schnell und fährt auch Porsche. Jawohl, dass er sich dreht. GZ? Okay,
Dennis auf Platz 10 aktuell. Ja, das soll's auch werden. Oh, gut, okay, Platz 10, Alex auch schon. Oh, gut. Ja, das Rennen ist ganz gut gelaufen. Bisschen durchgereicht worden. Aber alles in allem. Hier ist. 10. Ordnung. Und ich habe noch 30 Liter Sprit über. Ja, ich habe nicht gerechnet, ich habe geschätzt. Okay. Hat dieser. Wer hat er jetzt gewonnen? Ah, okay. So, gehen wir mal runter vom Server. Ja, aber war doch lustig. Ja, also für einen Public-Server, dass das so ohne Probleme läuft, hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Absolut. Ich hab die Wiederholung speichern. Die speichert sehr gut. Ja, und endlich kann man die Wiederholung komplett speichern. Ah, auch nicht komplett. Ja, doch, kannst du einstellen. Echt, oder? Weil bei mir hat es beim Falcon Race 45 Minuten hat's gespeichert. Ja, du kannst unter Option über allgemein maximale Dauer der Wiederholung kannst du bis auf 1 Stunde 15 Minuten hoch. Ach, chillig. Aber ich habe auch immer so 45 Minuten eingestellt. Ich gucke mir jetzt den Start nochmal an. Den fand ich echt mega sexy. Jo, den gucke ich mir auch gleich nochmal an, aber ich muss jetzt erstmal pissen. Oh ja, ich auch. So, bis gleich. In einer Stunde 56, ja, also 22 Uhr ist dann wieder das nächste Rennen zur Competition. Super, echt klasse durch die Arsch. Alex, wenn du Interesse hast, hier bei Green Delta Motorsport findet ab 12.3. eine Rookies-Liga statt. Kannst du mir das mal schicken? Na klar, ich schicke eine Einladung zum Discord, da habe ich mich nämlich auch angemeldet. Leute einladen, wo bist du denn? Es ist ja nabber da. Hier eine Einladung bei der Discord. Da habe ich mich nämlich auch vorhin angemeldet für die Rookies Liga. Sind auch geile Strecken, die gefahren werden. Nürburgring, Monza, Spa, Kialami und Sanford. Mega. Schön anzusehen, schöne erste Runde. Echt super. Ja. Also so kann es echt weitergehen. Also, das kriegen wir. Vor allem das auf Public Server. Ich wollte es gerade sagen, das kriegen wir in der Liga nicht hin.
Zu und hier krass, tun sie public einfach mal so einen rauskeulen, ey. Schwer beeindruckt, ohne Mist. Ey, kann es aber sein, dass in der ersten Runde... Hey, da waren gerade zwei ineinander. Das sah so aus, als wenn die geghostet. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass sich zwei gecrashed haben. Nicht, dass das jetzt geghostet ist und wir feiern das des Todes. Aber kann man ghosten während dem Server? Also während dem Rennen? Ich glaube, das Ghosten... Ich sehe jetzt auch gerade zwei Stück ineinander. Aber ich hatte auch Berührungen, also von daher... Okay. Ich glaube, das sind nur Lecks oder so. Wenn du hier Ghosts siehst. Da hat's gedreht, da gab's was. Kurz vor Start und Ziel. Wahnsinn, wie man hier in zweier Reihe entlang fliegt. Richtig geil.